Yo Bratkos, was geht ab? Und wir kommen zu der zweiten Folge von Wie viel kriege ich für 10 Euro? Heute sind wir in Berlin-Neukölln. Es wird auf jeden Fall ganz wild. In der ersten Folge waren wir schon am Kudamm. Der erste Link ist in der Beschreibung. Checkt die Folge gerne ab, bevor ihr diese Folge guckt. Mal gucken, was wir in Neukölln für 10 Euro kriegen. Heute habe ich einen 20 in der Hand. Den machen wir gleich kaputt. Und dann gucken wir, was wir zu essen kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind hier am Hermannplatz. Wir laufen gleich in die Sonnenallee rein. Und hinter der Kamera ist heute der einzig wahre Apo Red. Halt einmal die Schnauze, begeistert Behinderter. Okay, wir laufen in die Sonnenallee rein. Arda hat richtig Bock. Wir haben beide kaum geschlafen, aber wir haben Hunger. Arda hat nicht so Hunger. Aber ey, doch, chill mal, warum schiebst du dich, Bruder? Ist doch alles gut. Wir waren gleich abgestochen, aber ist kein Problem. Also, wie, ey, vielleicht werden wir für 10 Euro beide satt. Was glaubst du? Digga, natürlich. Nein, Dingsladen, wenn wir da hingehen, wo du gesagt hast, dann ja. Aber nein, nein, wir gucken, was wir kriegen. Nicht nur ein Gericht, Bruder, nicht jeder ein Döner. Es geht darum, Mann, dass wir so viele Gerichte wie möglich kriegen. Okay, Bratkos, wir beginnen bei Azam und werden jetzt eine schöne Shawarma zum Frühstück essen. Hast du Bock, Arda? Wallah, nein. Scheiße. Ihr habt hier so Nummern wie bei Jobcenter, oder? Jobcenter. Okay, Bratans, wir haben hier die legendäre Shawarma von Azam. Für 3 Euro, ja, das ist ein gutes Stück. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten hat die 2,50 Euro gekostet. Darum bin ich eigentlich hergekommen, aber für 3 Euro kannst du auch nichts falsch machen. So, wir starten direkt rein. Pff. Guck dir das Ding an. Mm. Sehr nice Ding. Mhm. Sieht gut aus, Arda. Perfekt. Ich probiere mal nur das Fleisch. Dicker Hähnchen, kannst du eigentlich nie was falsch machen. Doch, kannst du. Marinade, ist es zu trocken. Ja, ist zu kross. Wir können es jetzt hier vergleichen mit den mit der Shawarma am Kotti, ja, bei Marouche. Beide sind sehr krass, auf einem krassen Level. Aber ich muss sagen, die bei Marouche waren ein Tick besser. Also wenn ihr das Video sehen wollt, einen Tag nur Arabisch, dann gönnt euch das von Marouche. Die Knoblauchsoße hat mir so einen Punch gegeben. Aber das ist auch nicht verkehrt. Ich sag's dir, wie es ist. Ich will gar nicht wissen, was die Leute um uns herum sich denken, bitte. Digga, ich hab nur eine Bitte an dich. Hm. Rasier dir diesen Bart ab. Digga, was ist das denn? Sag mal, was du von der Shawarma hältst. Du musst alle deine Sinne testen, Digga. Auge sagt sympathisch. Nase sagt richtig. Halal. Ja, wenn ihr mehr Folgen mit Arda wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und schreibt mal, in welchem Bezirk wir jetzt nichts geben sollen und 10 Euro ausgeben sollen. Wenn du anfällst, ist sympathisch, aber ölig. Ja. Ich würde einen Vergleich bringen, aber das FSK 18, Digga. Okay, beiß einfach rein, Digga. Mh, lecker. Was sagt der Kritiker? Ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Dieses Fleisch, Digga, hat zu viel diese Dings. Zu viel Marinade? Was ist das? Ach komm, mit wem sehe ich Essensvideos? Hat voll viel Kruste und so, Digga. Also für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist, was anderes, Digga. Sagst du, das Fleisch ist zu knusprig oder was? Ich finde, für 3 Euro geht komplett klar, Digga. Geht klar? Und so groß, ne? Ja, natürlich. Einen eigenen würde ich niemals schaffen, sage ich dir so, wie es ist. Echt jetzt? Ne, wir können nicht viel essen. Also, wir werden anscheinend satt heute für 3 Euro. Hau da rein nochmal und dann 1 bis 10. Ich sag 8. 8, ja? Das
ist doch stark. 8 ist sehr stark. Er sagt, für 10 fehlt auf jeden Fall ein bisschen was, Dicker. Das kannst du nicht beschreiben. Du weißt, wenn es ein 10 von 10 ist, weißt du einfach. Ja. Bruder, ich war ja am Kotti essen. Von der Schokoladenseite. Ich war ja am Kotti essen. Da musste ich einmal hinbringen, Bruder. Da war die Shawarma. Guckt euch die Folge an, einen Tag nur Arabisch. Ich sagte, Bruder, das ist für mich so eine... Für mich eine 7. Ist stark, kann man machen, ja. Aber es ist nicht dieses Wow. Weißt du, was ich meine? So, wo ich letztens hier war, war sie besser, safe, ja. Irgendwie ist ein bisschen weniger Knoblauch drin gerade, schmeckt nur nach Sesam. Du schmeckst nur das Fleisch. Ja, das Fleisch ist sehr penetrant. Na mal, wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit, Digga. Wir essen das Ganze noch auf, falls wir es schaffen. Das ist gefühlt größer als ganz Neukölln, dieses Shawarma. Macht ihr alles jeden Tag? Ist das alles jeden Tag? Krass. Alles jeden Tag frisch. Oh mein Gott, Bratans, Arda hat mich auf eine Idee gebracht. Das wollte ich schon im Araber-Video essen, ja, ein Tag Arabisch. Künefe, ich hatte so Bock drauf. Und jetzt haben wir uns endlich Künefe geholt. Wir sind hier bei Bäckerei und Khaltun, ja. Und die Brüder haben uns hier nochmal ein paar Kleinigkeiten gegeben. Ich küsse eure Herzen, das war auf Nacken. Und für diese Künefe-Stück haben wir jetzt 3 Euro bezahlt. Finde ich fair? Boah. Oh mein Gott. Wenn du danach nicht Diabetes kriegst, weiß ich auch nicht. Scheiß auch nicht, aber ich hab grad so Bock drauf. Gib diese Gabel, Bruder. Boah, Bruder, das ist so fluffig, so weich. Gib dir das, Alter. Oh mein Gott. Da ist schon sehr. Oh mein Gott. Brat, der gibt dir diesen Käse. Üff. Ein Traum, ich schwöre, Bruder. Ist gar nicht so süß. Ja, normalerweise isst du das zum Beispiel mit Vanilleeis oder so. Boah, dann klatscht es richtig. Das würde jetzt auch noch klatschen, ne? Dann würde es richtig klatschen, Dicker. Und danach bist du auf jeden Fall erstmal Karie, sein Vater. Unglaublich. Also wenn ich in der Sonne lebe, komme ich hier safe nochmal vorbei. Alter, probier du mal bitte. Walla, Dicker, der sieht doch anders aus. Jetzt bin ich gespannt, weil du meinst, deine Mama macht die Beste, ja? Digga, Mamas Küche kann keiner toppen. Ja, Schwüre kann keiner toppen. Nächstes Mal Foto bei Arda zu Hause. Oh mein Gott, Digga. Oh, Digga, du kriegst schon... Arda riecht immer gerne. Ich muss die Filme. Die lachen sich tot. Beste Männer, ich schwöre. Die denken sich, sie kennen, was machen diese Kinder für YouTube und so. Was sagst du? Digga, ist unglaublich. Unglaublich, wa? Ich schwöre es. Aber meine Mutter macht trotzdem besser. No front gegen... Also gegen no front, Digga. Aber jeder wird es auf YouTube bestätigen, Digga. Deine Mutter kocht immer am besten, egal was ist. Ich bin aber... Nein, da sag ich... Nein, Bruder. Ich schwöre, da bin ich anderer Meinung. Ich bin da anderer Meinung, ja? Mama, no front an dich. Du kannst diese Jugo-Gerichte krass, aber die anderen Küche ist nicht so krass, finde ich. Gehen rein. Bruder, was ist das? Ich hab keine Ahnung, nach was schmeckt das? Schmeckt irgendwie ganz komisch. Nach Seife oder so. Es ist auch Belesch gewesen, Dicker. Was glaubst du denn, wie nach was es schmeckt? Nein, die Kruste und so, alles außen so. Schmeckt richtig geil. Aber das hier drinne, das ist auch Käse, Dicker. Aber warum schmeckt das? Der schmeckt... das ist Frischkäse. Gefällt mir nicht. Das ist dein Herz. Er hat ganze Laden gegeben. Ja, ich bin mal gespannt. Also jeder macht, füllt es anders. Ja, du hast recht, da ist irgendwas drin. Ist ja Honig. Also sah so aus. Ist okay, kann man sich geben. Ich bin nicht so der Kekstyp. Das Ding. Ich sag so wie es ist, Dicker, 9 von 10. 9 10, von 10? 10 von 10 wäre, wenn noch diese Vanilleeis wäre. Dann wäre 10 von 10. Ja, Bruder, sag ich auch. Ich bin auch dabei.
Das ist unglaublich. Sehr nice. Wow. Ich glaube, das ist mein Lieblingsnachtisch zurzeit. Ja, Digga. Kinefell ist auf einem anderen Level. Zu geil. Und jetzt gönnen wir uns noch Sirma-Wasser. Ist gerade dein Ernst? Schmeckt nach Wasser. Ey, es gibt's wirklich. Schreibt mal in die Kommentare. Digga, natürlich, jedes Wasser schmeckt anders. Jedes Wasser schmeckt anders, ne? Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch 4 Euro und ich bin schon komplett satt, Bruder. Ich bin am Ende. Krass. Zusammen sind wir einfach satt. Mal gucken, was wir noch hier finden auf der Sonnenallee oder generell in Neukölln. Bis jetzt macht es mir echt Spaß. Hier macht es hier Spaß. Ey, Bratkus, in der Sonnenallee gibt es einfach so viele Läden. Gefühlt könnte man hier sogar noch eine Folge drehen, ja? Mit anderen Läden für 10 Euro. Können wir auch machen. Schreibt gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Wird uns auf jeden Fall freuen. Und wir gucken jetzt, was wir noch so kriegen können. Trinken jetzt Sachlip das erste Mal. Ja, das ist so eine türkisch osmanisches Getränk. Es ist mit Vanille und Milch. Was ist das jetzt genau? Pistazien? Pistazien. Okay. Mandeln und Zimt. Unser Kanal. Okay, Freunde, wir probieren das erste Mal Sachlip. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Du kennst es ja schon, mein Bruder, ne? Ja. Boah. Es ist sehr dickflüssig, ne? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre ein bisschen flüssiger. Also für die, die, um es euch mal so zu erklären, wie das ungefähr schmeckt, das ist quasi wie Milchreis. Also wie Milchreis. Ja. Aber halt ohne Reisstücke. Also da ist halt kein Reis drin. Das merkst du auch. Ja. Hast du sehr gut erklärt. Schmeckt wirklich so. Schmeckt deswegen wie ein Milchreis ohne Reis. Auf entspannt, Digga. Ja. Und wenn du das isst bzw. trinkst, die wird mega warm. Also das füllt, das wärmt dich komplett auf. Mit den Pistazien, Digga. Nice. Mal was Neues. Das ist das erste Mal, dass du was trinke, ne? Ja. Und was gönnt man sich nebenbei? Miese Chai, ja. Miese Chai, sagst du? Bei den Deutschen trinkt man Glühwein, bei den Türken trinkt man Sachlip, Digga. So ein Ding ist das. Mhm. Und was sagst du? 1 bis 10? Gefällt mir gut. Ist eine stabile 8. Offiziell. Stabile 8, ne? Ja. Kann man sich geben. Also ich sag mal so, am Anfang ist es gewöhnungsbedürftiger. Wenn du es nicht kennst, ja, ist ungewohnt. Selbst der erste Biss dachte ich, was ist denn das? Weißt du, was ich meine? Aber wenn du alles so ein bisschen mischt. Also ich finde es mir krass, bin ich ehrlich. Also ich persönlich sage auf jeden Fall 9 von 10. 9 von 10? Ist, offiziell. Ich bin bei einer 8 von 10, was aber eine sehr gute 8 ist. Und du kannst es dir wirklich, im Winter kann ich mir sehr, sehr nice, wirklich sehr nice. Es wärmt mich auf. Gib ihn, Digga. Bratkus, ich bin komplett satt. Ja. Das Ding war gefühlt wie eine Mahlzeit. Ja. Ich sag's euch, wie es ist, und das kostet 2 Euro. Arda schlürft noch seinen Tee. 1,50 Euro hat Ardas Tee gekostet. Das heißt, wir sind bei 9,50 Euro und wir sind komplett full satt. 2 Leute. Ich bestätige 2 Leute. Das auf jeden Fall ganz krass. Und wir haben noch 50 Cent. Wir haben noch 50 Cent! Ein Yum-Yum-Suppe, Digga. Also, wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt und auch mit Arda, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst uns versuchen 300 Likes zu knacken und schreibt mal rein, in welche Stadt oder welches Land wir als nächstes gehen sollen, ja? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und dann geht's ab. Was kriegen wir für 10 Euro in den anderen Ländern? Hier seht ihr die Folge am Kudamm. Gib ihn.